Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baldur's Gate. Ja, ich habe geguckt, nachgeguckt und, schon wieder. Jedes Mal, wenn ich anfange. Also, Gerd befindet sich schon im windigen Schwindler. Also, der muss da irgendwo sein. Und, weil das so war, habe ich schon mal, gesucht, wo das wo denn sein könnte. Und das wo ist ganz hinten in der letzten Ecke. Und warum, weiß ich nicht. Der hat sich da einfach mal festgefahren. Natürlich. Das gibt's schon nur, hier hinten, war der das letzte Mal, als ich nochmal nachgeguckt habe, vorsichtshalber. Und bevor ich hier anfange und dann stundenlang rumrenne und euch nerve und eure Zeit verschwende und, na? Ach, da ist er. Gurk. Meine Laune ist schon schlecht genug, auch ohne euch. Pack das Ding weg, verdammter Narr. Ich bin jetzt eine Touristenattraktion, das bringt einen Haufen Geld ein. Den Umhang zu verlieren war das Beste, das mir je passieren konnte. Jetzt brauche ich mich nicht mehr so mühsam durchzuschlagen. Nee, behalt den blöden Umhang. Leb wohl. Juhu. Wir dürfen den tollen Umhang behalten, womit nicht direkt auf uns gezaubert werden kann. Mit dem man uns nicht direkt findet und keine Ahnung und der total toll ist und hier steht alles voll mit Idioten, die sich die Birne zukippen. Wird sofort erledigt. Ich mache es schon wieder. Wir verkaufen jetzt noch Krams. Und zwar im Latanda-Tempel, der hier so schön um die Ecke ist. Und dann habe ich mich erinnert, dass wir ja noch mit dem guten... die Quest mit dem guten Kalini da noch vor uns haben, der ja im Feld Gorions Rast was mit uns seine wissenschaftlichen Anstrengungen verifizieren wollte. Und ich achte da mittlerweile so stark drauf, zumindest sobald ich es ausspreche, dass es mich nervt. Ja, auf jeden Fall ist daher irgendwas Beschwörer und möchte uns treffen, damit wir seine wissenschaftliche Darlegungs... irgendwas... ja, auf jeden Fall bringt uns das dann... bringen wir da eine Quest zu Ende. Was da passiert, weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Ich glaube, ich hab's noch ungefähr im Hinterkopf, aber genau weiß ich es nicht. So. Fasst mich nicht an! Ich bin super. Wie könnt ihr uns wichtig helfen? Genau, wir haben nämlich noch hier Halskette, kann weg, viel zu viel Geld wert, Blutsteindinger. 8 Lindwurmköpfe für 8000, für 8 Lindwurmköpfe für 4000 Goldmünzen, kann weg. Das macht kein weg, Spitzbubenstein, ist von einem Haufen Kohle wert, aber kann, das kann auch alles weg, ja. Ich könnte auch jetzt mit dem ganzen Schmuck aus der Tasche da verkaufen, den wir nicht mehr brauchen. So, Silberketten, ja, 2 Stück weg. Perlenketten, auch 2 Stück weg. Jaderinge sind auch so 2 weg. Regenbogenketten haben wir auch 2 Stück, die können auch weg. Blutsteinring haben wir sogar 3, also können 3 weg. Was haben wir noch Schönes? Wir haben noch einen Silberring, eine, wir noch ein paar mehr Blausteinhalsketten. Verkaufen wir schon mal das, was wir da. Tigeraugen, irgendwas Kette kann weg. Feueropalring, Engelshautring, weg. Amulett der Verweise, warum ist dieses Müllamulett? Kann weg. Ring des Feuerschildes, ja, Ring der Geschicklichkeit kann auf jeden Fall weg. Warum ist der nur 25 weg, weil er ein Haufen Müll ist? Ja, Ring des Feuerschildes gehört auch so zu dieser Dingsausrüstung, die wir eben fast vollständig verscheuert haben, weil wir keinen Druiden bei uns in der Gruppe haben. Den Umhang des Verblassens behalte ich aber. Schutzformel, da weiß ich noch gar nicht, was das ist. Das ist wahrscheinlich auch wieder irgendein Schmuh, aber wir behalten das mal. Dann, wir heilen einfach mal unsere Leute. Wir haben ja das Geld, also, warum nicht was ausgeben? Das hat mich jetzt 200 gekostet. Und wie viel Gold haben wir? 92.000. 92.000 ist viel zu viel. Ja? Kann ich ja schon mal abschätzen, wie viel Gold ich so nach Dörlecks Turm haben werde. So, ich schätze mal um die 200.000-300.000 wahrscheinlich. Das ist... ja, wir brechen jetzt auf nach Gorions Rast. Die eine Quest machen, der, er hat gesagt, er möchte uns beim Steinkreis treffen.
Hier sind die Sternpreise. Dorian liegt hier auch noch ganz fröhlich rum und verwest so vor sich hin. Wir hätten ihn eigentlich seinen Brief mitbringen können, dann hätten wir den dazu... Ach, egal. Wir haben ja gerade eh nichts zu tun. Setzen wir einfach eine Kartenmarkierung. Eine rote. Gorian! Weil wir es können. Ja, die sind jetzt auch schon da. Und hier steht Mr. Ignatius Bombastius. Genau, der große Carlini ist von dem wir das Buch haben. Natürlich. Dann sehr gut. Halten wir doch mal... Dann schwätzen wir doch mal mit ihm. Ja? Ah, meine Freunde! Seid ihr bereit, der Wissenschaft zu dienen? Seid ihr bereit, das Unbekannte zu sehen? Seid ihr bereit? Nichts einfacher als das. Legen wir los. So, wir ordnen uns da unten schön an. Babolos vocala amalaito! Oder so ähnlich. Was zum... Dämonentor. Das wurde aber langsam Zeit. Auch wenn er schon wieder nur ein Gnome war. Wer, was seid ihr? Oder, oh, ein Dämon. Bitte, bitte tut mir nicht weh. Was habt ihr mit Ignatius gemacht? Heraus damit. Macht euch bereit zu sterben, Höllengezücht. Okay, fragen wir ihn einfach mal, was er mit Ignatius gemacht hat, würde ich doch sagen. Ihr wollt plaudern, was? Gut, plaudern wir. Dieser Gnome, dieser Carlini, wie er sich nennt, hat das Schicksal eines jeden besiegelt, der aus diesem Zauberbuch liest. Danach hat sich er erhofft, unsterblich zu werden. Nun, auf eine gewisse Art und Weise stimmt das. Er ist unsterblich in den Folterkammern meines Reiches, wo ihm höllischste Qualen bereitet werden. Auch wenn er für meinen Geschmack den nötigen Ernst vermissen lässt. Um ehrlich zu sein, er geht mir ziemlich auf den Nerv mit seinem Gerede von der Wissenschaft. Wie wäre es denn, wenn ihr ihn einfach freilasst? Dann werde ich ihn befreien, indem ich euch töte. Ich will euch ja nicht weiter beim Foltern stören. Ich gehe dann mal. Wie wär's denn, wenn er ihn freilasst? Freilassen? Freilassen? Welch törichter Gedanke. Seht mich an, Mensch. Sehe ich aus wie jemand, der einen Gefangenen freilässt? Aber jetzt, da ihr es erwähnt, vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit, diese lästigen Gnome loszuwerden. Es ist mir nicht erlaubt, mehr als nur eine Seele mit in mein Heim. Es ist mir nicht erlaubt, mehr als nur eine Seele mit in mein Heim zu nehmen. Aber im Vertrag steht nichts davon, wessen Seele es sein muss. Ich lasse also die Gnome frei und nehme euch stattdessen. So hat jeder, was er will. Wie klingt das? Ich scheine keine andere Wahl zu haben. Ich akzeptiere. Als zweite Antwort. Eine Sphäre im Abyss zu besuchen, das klingt großartig. Welch ein Fortschritt für die Wissenschaft. Wenn ich es mir recht überlege, lehne ich ab. Verschwindet und behaltet eure Gnome. Ich werde eure Gefangenen freipressen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Nehmen wir Antwort 2. Er mag Wissenschaftler anscheinend ja nicht, also ärgern wir ihn ein bisschen. Was habt ihr da gesagt? Sagt mir nicht, dass ihr auch einer von diesen Wissenschaftlern seid. Verdammt und zugenäht. Noch so einen ertrage ich nicht. Aber ja doch, ich bin Wissenschaftler. Wann geht's denn los? Ich habe 1000 Fragen an euch. Natürlich bin ich kein Wissenschaftler. Ich bin der, der euch zurück in die Hölle prügeln wird. Nun, ich denke, ich werde meine Forschung lieber hier oben weiterführen. Die Gnome werden genug Arbeit bei euch leisten. Tschüss. Nein, ich bin kein Wissenschaftler. Ich bin bereit, mit euch zu gehen, wenn ihr die Gnome freilasst. Natürlich sind wir Wissenschaftler. Hört,
Wir wollen doch nichts überstürzen. Ja, ich meine, wir haben doch die ganze Ewigkeit Zeit und... Was ist mit den Leuten da bei euch? Könnte ich nicht einen von ihnen mitnehmen? Wissenschaftler, alles Wissenschaftler, die brennen schon darauf, ihre Forschung der Dämonologie fortzuführen. Keiner von uns ist Wissenschaftler, wir sind die, die euch zurück in die Hölle prügeln werden. Nun, ich denke, wir werden unsere Forschung lieber hier oben weiterführen. Die Gnome werden genug Arbeit bei euch leisten. Tschüss. Um ehrlich zu sein, ich bin kein Wissenschaftler. Ich bin bereit, euch mit euch zu gehen, wenn ihr die Gnome freilasst. Nein, wir sind alles Wissenschaftler, ist doch ganz klar. Wir sind Ingenieure, Biologen, Mathematiker und Physiker. Unverständliches Gegrummel, also, Nein, wir sind Wissenschaftler, nein, ja, weiter.